Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Wir waren im Teressos Dream und ja, haben dort ein bisschen aufgeräumt. Ich bin wirklich positiv überzeugt, dass wir da auch den anderen, den Korms gut knacken. Aber zuerst müssen wir mal Teressos töten. Wir sind jetzt in diese Arena reingekommen. Okay, das ist ein anderes. Ah, das ist ja eben das Ding, Feuer. Ah. Komischer Leck. Ja. Ich habe mir ein bisschen das Kartensystem genau angeschaut. Ich hätte es sein lassen, weil ich habe mich schon ein bisschen fett gespürt. Ah, gut. Und, aber ich werde wirklich wahrscheinlich noch extrem überzeugt sein, dass es einfach genial ist. Von GameStar ist es zum Beispiel extrem gelobt worden, dass es jetzt richtiges Endcontent gibt. Oh. Die bluten auch, genau, stimmt. Okay. Wir müssen also nach links gehen. Und ich möchte so schnell wie möglich jetzt in dieses Atlas-System reinkommen. Also, wir müssen jetzt schnell nach oben. Ich muss rushen. Ich kann nicht dann. Schaut euch das an. Ist es nicht genial gemacht? Es ist schwer. Ich werde euch sagen, ich werde ein paar Mal sterben jetzt in den nächsten Parts. Aber, ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt hier nicht alles besiegen. Das können wir dann messen, ist genug. Ach, freut mich das mega. Also. Es wird kein Durchgerasche sein, klar. Es wird aber auch nicht 100% alles gebietet, zeigt nochmals und so weiter. Ich will einfach euch den Konten zeigen, der es auch ausmacht, oder? Was ich könnte, ist in der Standardliga das zeigen, das Map-System und so weiter, das extra. Aber, das wird. Ja, für mich ein bisschen zu umständlich und für euch wahrscheinlich ein bisschen zu schnell gezeigt. Deshalb möchte ich lieber, ja, dass ihr noch ein bisschen heiß gemacht werdet und so weiter. Ein Korallenring. Puh. Ich will einen Goldring. Gut, und auch das MFen werde ich wahrscheinlich sein lassen und euch hier alles zeigen. Weil, man findet wirklich nichts. Ein einziges Unique haben wir gefunden und da gleich das Beste. Ein wichtiges Must-Have Leveling Unique haben wir gefunden. Wow, super. So, jetzt kommt eine schwere Szene. Da kommen nämlich die Gebietsbosse. Und die sind heftig. Also rechts müssen wir nicht. Das ist einfach nochmal eine Arena. Nach oben ist der Weg sicher. Ja, da ist der Weg. Okay, abhauen. Sehr wichtig, abhauen. Auch diese Rage Spirits sind extrem stark. Oh. Und das Bluten. Gut, wir haben sie schon. Ja, das sind so Totenköpfe, die für ein paar Sekunden bleiben. Und die Gegner haben immer sehr lange. Also die haben eine extreme erhöhte
Key-Time. Die sind manchmal nervig, weil sie euch so richtig in einen Stunlock bringen können, dass man einige Zeit nichts mehr machen kann. So. Ich habe hier noch den Ding. Gut, das habe ich fast vergessen. Ja, eigentlich schon vergessen. Weil da bekommen wir 15% mehr Schaden und jetzt wahrscheinlich noch mehr. 16% Schaden, wow. So. Er redet, da ist so. Seine Arena, ja, die beste ist, weil es ja so ein Traum ist. Knacken wir das? Ich muss ein bisschen lauter machen, ich weiß es. So. Okay. Ja, ja. Also das wird heftig. Es wird einfach heftig. Mal kurz. Was? Ah, ich werde sterben, ich werde sterben. Er heilt sich auch immer wieder extrem. Ja, genau die Attacke stunt euch so ein bisschen. Und die nicht im Kreis bleiben. Ja, er spackt richtig, das ist es. Hallo. Boah, das ist heftig. Das ist eh so ein Einfrieren. Hallo, geht's noch? Treib nicht. Spack, voll spacken. Also der ist Wahnsinn. Das ist einfach... schlimm als... Nein. Hey, hau ab. Da hast du keine Chance. Die Heiltränke gehen weg. Das ist einfach... Also... Diese hier, der Kams, geht noch. Aber... Dann kommt noch ein Gegner, den ihr schon kennt, der sich nochmals verwandelt. Extrem schwer, weil der hat eine Attacke, die extrem unfair ist. Dann der Endboss. Schlimmer geht's fast nicht mehr. Aber es kommen dann noch viel schlimmere bei den Maps. Ja, ja, ja. Habt ihr das gesehen? Sofort ausge... Also der bekommt irgendwie schnellere Cast-Time. Das ist einfach nur heftig. Boah. Da bekommst du immer wieder Wut eben in diesem Kampf. Ist klar, man ist self-found. Man hat durchgerascht. Man ist einfach schwach. Aber es ist einfach nur übertrieben. Auch später dann noch. Ja, was soll ich mit dem? Das ist schon irgendwie wichtiger. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also übertrieben. Heftig übertrieben. Yes? Yes. Good luck. So. Dann kommen wir zum nächsten Gebiet. Kams. Irgendwas. Auch Traum. Ja, beides sind Träume. Gut. Also sie will eine Bohrmaschine, Laser-Bohrmaschine antreiben. Sie hat jetzt eins bekommen. Und das andere muss sie noch haben. Dann kann sie diese Bohrmaschine auf Höst Turbo machen.
Also ich muss das mal ändern. Das. Und. Welches war da? Genau. So, also hier gibt es relativ angenehme Gegner, außer einen. Das ist der. Oh. Haut ab. So. Ja, die können wir immer angestirbt mit diesem, ja, weiß jetzt nicht, was das genau für ein Angriff ist. Bin ich einfach noch zu wenig drin im Spiel. Und die Golems haben auch irgendwie so eine Roll-Attacke. Ja, Assassin's Mark haben wir schon gefunden. Muss ich nicht haben. Aber unser Mana macht wieder Probleme. Wieso? Oh. Weg damit. Unbedingt wieder Mana. Ding. Ich weiß schon welches. So. Also auf jeden Fall. Das mal rüber. So. Dann haben wir hier noch. Genau, diesen Angriff meine ich mit dem Rollen. Da gibt es ja schon Akt 2, glaube ich. Ja, das erste Mal. Am Anfang rechts raus. So. Ja, genau. Kommt noch mehr. Und dann noch am gelben. Ja. Ich wollte die Schuhe tragen wegen dem Feuerresistenz. Das geht eigentlich gut. Oh, das ist der. Oh, das ist der Gebietsboss. Weg damit. Weg damit. Der macht extremen Damage. Schaut euch das mal an. Also auf Merciless bin ich da ein paar Mal gestorben. Da war ich auch safe und schlimm. Schön. Und hier oben haben wir den Ausgang. Ah, schön. Jetzt kommt ein geradliniges Level an einen Berg entlang. Ist schön gemacht, aber nervig. Was, der Ding ist tot? Also, kannst du das lassen, bitte? Ich will dich haben. Ich habe dir extra mehr Leben gegeben durch den Game. Da musst du auch einfach mal ein bisschen überleben, ne? Oh, ich kann nicht mehr. Saubern. So viel Mana, ey Gott. Hallo, bist du? Ist der tot? Ich dachte, ich hätte einen gelben hier gehabt. Der ist tot. Ah, so. War ganz klar. Schaut euch das mal. Ah, das ist heavy. Oh, wow. Ja, ja, ist das heavy. Oh. Ja, der frisst natürlich extrem viel und ich wollte eigentlich. Ja, jetzt brauche ich es nicht mehr. Immer der letzte mag ich nicht erreichen mit einer Hand. Das ist immer problematisch. So, wir haben sicher diesen mit Feuer wieder. Ja. Schade. Aber ist gut. Es ist zwar eben nicht so wichtig, weil wir eben keine Feuer-Games dort haben werden. Was wir nehmen können, ist noch eben diesen starken Angriff da. Fireblast, Flameblast oder so. Flameblast ist es, glaube ich.
Hallo, wie viel wollt ihr noch kommen? Also die machen heftig viel Schaden beim Nahkommen. Ist der immer weg. Die Drachen bleiben Drachen. Oh, ein Tokas. Das sind zweifach Elemente. Wasser und Feuer, glaube ich. Ja, eigentlich wollte ich ja... hier hoch. Aber wir müssen jetzt eigentlich... Das ist nicht... Wir brauchen was anderes. Manarek. Tja. Das ist wichtig, ja. Gut. Sonst muss ich halt den Game wieder rausnehmen für Fast Casting. Weil wir casten jetzt viel schneller, oder? Dadurch haben wir mehr Mana-Probleme. Ja, geht eigentlich relativ gut. Wir können oft casten. So. Mit einem Ignite. Einfach stehen bleiben wir diesen. Oh. Schön. Aber leider nur ein... Ah, diese. Ich weiß gar nicht genau, die machen einfach Blitzschaden in der Umgebung. Puh, sieht so aus. Oh, schaut mal das an. Das sind Treppen, meistens. Wie heißen die dreiköpfigen? Zentaur, ja. Nein, wie heißen sie schon? Zerberus, genau. Genau, nicht Zentaur. Nicht ganz. So. Startet Welt. Hau doch ab. Hier kommt auch ein starker Gebietsboss. Ich denke, jetzt kommt der Ball. Der euch barraschiert. Baracke ist ein Angriff, der mehrfach Pfeile schießt hintereinander. Also in extremer Angriffsgeschwindigkeit. So, ein Bild ist momentan Bild der Woche oder so. Das ist das Mod, nein, Gate of the Week ist es, ja. Und dafür brauchen wir aber sehr viele Items. Und eventuell, wenn ihr da noch Zeit haben, bevor die nächste Season anfängt, können wir den mal ausprobieren. Aber ich denke nicht. Ich werde wahrscheinlich nie so viel spielen. Ich hoffe einfach, mit zwei Parts pro Tag reicht es. Ich habe es ja jetzt erhöht. Ich bin sicher, da irgendwo kommt er. Schön die Heiltränke momentan nicht. Da, ja, da ist er. Oh, komm, lass es. Flieg, lass es. Ich habe keinen Bock. Nein, ich habe keinen Bock. Lass es. Wie ein Feigling er sich verzieht. Da hast du keine Chance. Da hast du einfach keine Chance. Ich sag es. Wenn es schwer ist, dann ist es sehr schwer.
Wie lecky. Was ist jetzt los? Wieso habe ich so wenig FPS? Das Spiel mag mich nicht, ich sterbe zu viel. Das ist übertrieben. Ja, die Engine ist halt mega schlecht in diesem Spiel. Also, die haben es erst kürzlich wieder verbessert mit Multicore-Unterstützung. Und ich kann euch sagen, es half nichts. Ich habe einfach einen zu guten PC für dieses Spiel. Wahrscheinlich ist die, ist die Hardware einfach zu neu. Von Windows 10. Na gut. Aber es sollte eigentlich bei vielen flüssig laufen. Einfach bei mir nicht. So, jetzt lass mich in Frieden, du Hacker. Du bist ein Hacker. Dafür bekomme ich 3 gute Items von dir. 100 Pro. Also, unfair Spiel, unfair Gegner hat das Spiel. Das wird sowas von klar sein. Noch ein Hexproof. Oh. Für die Hex. Nächstes Gebiet. Oh, man konnte ihn ausweichen. Sehr gut. Lol, das ist noch ein. Rakango. Jen, was haben wir hier? Das Stronghold, hä? Ah, das ist auch ein gutes Gebiet. Hat auch wieder ein Gebietsboss, wie jedes Gebiet eigentlich. Gerade überlegen wir, welches das ist. Ah ja, auch so ein Totem. Der auch unfair ist. Es ist unfair. Also eins hat das Spiel immer eine andere Lautstärke. Ich muss eigentlich jetzt schon wieder das Sound lauter machen. Es ist wirklich komisch. Extrem komisch irgendwie. Speichert sich das wahrscheinlich nicht so richtig exakt. Oder sie haben einfach andere Sounds pro Teil, pro Gebiet und so. Dass ein Gebiet leise ist und ein anderes laut. Naja. Danke, dass du Hexproof bist, weil du noch herumgeschaut hast. Ja gut. Also für Hardcore hätte ich da viel zu wenig Geduld. Also wirklich viel zu wenig. Da ich gestorben wäre und nochmals machen müsste. Nein. Ein Granitflask. Armor. Hallo? Hey! 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 Geht's noch? Mich zu einfach zu mich reingehen und dann mich zu bombardieren. Das ist wieder ein Game. Wie unfair werden die Gegner eigentlich noch? Also jetzt reicht's mir dann plötzlich hin. Ich werde einen Brief an die Entwickler schreiben. Ein netter Liebesbrief. Hey, liebe Entwickler, ich liebe euch so. Ihr macht das Spiel sowas von fair. Lasst mich! Ich habe euch nichts getan. Sterbt alle kreuzweise vierfach.
Drop. Ah, heute Abend kommt ein super Part. Ich so Todesangst und. Mega. Lasst mich doch. Oh, habt ihr gesehen, die gestorben sind? Einfach so richtig schnell umfallen. Das nennt man. Ja. Speed Door Hell. Einfach mal schnell in die Hölle. Quatsch. Die Gegner wieder verliere ich helf. Eieiei. Was ist denn das? Gruppen 6. Ja, sterbt alle, genau. Ey, ja, super toll. Ich will nicht einmal um die Insel, ich will den Weg finden, ich will den Boss strafen für seine tödlichen Monster. Der ist ein bisschen besser voraussehbar, also man kann Sachen besser ausweichen. Aber wir dürfen nicht immer an gleichen Ort bleiben, das ist auch. Uje. Oh. Ein Maze, ja, brauchen wir doch nicht. Was ist schon ein Maze? Ein Chainbelt. Schaut mal an. Ah, ja. Ach, mit den Raging Spirits. Oh, hoppla, hoppla. Ey, hoppla, 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 hoppla. Was war das? Oh, noch ein. Grüße. Sie haben hier etwas an den Ohren. Ja, genau, hier. Tschüssi. Doppla. Irgendwie spannend hier. Also, es ist irgendwie so ein bisschen. Ja, ich sehe etwas draufhalten und freuen. Weil es so schwer ist. Und wieder lacht's. Okay. Ja, muss ich eigentlich nicht, aber ich mach's mal. Schau mir kurz mal die Items an. So, das ist schon nett, aber. Leider falsches. Es ist Dex und stirb gewesen, oder? Mal kurz zurück. Ich warte kurz. Schauen wegen einer Ding, aber die gibt es erst nachher. Ja, schade, es gibt sie erst nach dem Bosskill und dem Reden mit dieser Frau da. Okay. Ja, Grüße. Darf ich sie töten? Lassen Sie mich ein bisschen. Also diese Ding schießen ja von der Seite rein und damit ist sie eigentlich immer weg. Außerdem eigentlich immer seitwärts ausweichen. Es sind nämlich zwei schon da. Wenn ihr das eigentlich gut macht, verliert ihr einfach fast kein Leben. Aber ich mach's schlecht. Ich muss einfach ausweichen. Das ist natürlich als Summoner vor allem extrem eklig, wenn er Raging Spirits macht. Aber die
Necromancer wurden so stark eigentlich, dass sie das ohne Probleme eigentlich knacken. Macht einfach diesen Bild nicht. Sowas von unfair. Okay, für Anfänger ist es trotzdem schwer noch. Gut, jetzt gehen wir kurz zurück zu dem Crystal Veins. Und jetzt seht ihr etwas Schnuck. Ja, sehr Böses. Nicht gerade Süßes. Schnuckeliges. Ich gehe. Ja. Ich gehe nicht weg. Es war so eine fette Explosion. Not me. Ganz nur ganz, ganz schnell. He betrayed me then. Said he loved me. Oh, sie hat dich nicht gelobt. Then said he wanted me to die. He betrays me now. Let me suffer. Let me wither. Ja, gut. Am I the one? Wart ist zu Ende. Also gehen wir noch die Belohnung holen und dann haben wir im nächsten Part ja richtig fettes Gewitter. What is that in your du siehst eyes? Irgendwie so aus, that als wärst du that softness. Deckard Cain. Ja, wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. Wir nehmen Spell Echo. Still. Spell Echo. Nein, da. Da. Gut. Natürlich. Sehr gut. Und dann, wo habe ich den Ding? Ah, der ist hier drin. Dann nimmst du mein Minion Life. So. Und hier nehmen wir. Ich nehme zweimal. Ich nehme einmal das hier. Multistrike brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Ich brauche zwei von hier. Und ja, sonst nichts. Ja, komm, noch eins hier. Good luck. Ja, good luck. So, wo haben wir die Gems, die wir brauchen? Wir haben noch keinen. Machen wir hier. Die wir ganz wichtig brauchen. Also, hier brauchen wir mehr Decks. Also müssen wir noch warten. Schade. Area-Effekt-Radius muss ich leveln. Ja, muss ich rausnehmen. Den muss ich leveln. So. Sagen wir noch kurz runter. Und cast mal ein bisschen. Mit Spell Echo. Spell Echo. Ja, ist jetzt nicht, nur noch nicht so schnell. Oder habe ich jetzt das nicht drin? Was ist denn das Problem? Aha. Ich muss nur einmal. Wegen vorher war es doch schneller. Haben die das genervt? Nein, es ist einfach. Es ist gleich schnell. Es ist einfach noch nicht schnell genug. Es ist. 52 more cast speed, aber ich sehe davon nichts. Okay, ja, ja. Wenn man gedrückt lässt, vielleicht ein bisschen, aber. Die zwei sind langsam hintereinander, sozusagen. So. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Drago Basler. Tschüss.